Guten Morgen zusammen. Ach, Leute, ich hab voll verschlafen, ey. Voll verschlafen. So. Jetzt muss ich erstmal so ein bisschen zur Luft kommen, weil ich wollte mich trotzdem ein bisschen beeilen. Ich hänge nämlich ein bisschen hinterher, weil heute sind für den Tag eigentlich ein paar andere Dinge geplant. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier machen. Also, wir sollen uns um den Astra kümmern. Wir wissen jetzt auch halbwegs, wie ich sage extra halbwegs, wie wir es machen wollen. Ja. Also, das Ding soll weg mit 2 Jahren TÜV und anständig gewartet. Derjenige möchte keinen Scheiß verkaufen, wie das dann eben so ist bei manchen. Für ihn ist es natürlich wichtig, dass am Ende des Tages auch was davon hängen bleibt. Und vielleicht machen wir das Spiel. Oder das Spiel, wir setzen das Ding bei eBay Kleinanzeigen rein. Und ich hatte gestern nochmal mit ihm telefoniert. Wir müssen auf jeden Fall die Sommerräder abholen. Also es sind leider keine Alu-Männer dabei, sondern Stahlfelgen mit Radkappen. Alu-Männer sind natürlich im Ganzen schon ein bisschen schöner. Wir haben aber fast neuwertige Sommerräder. Ich glaube, die sind noch gar nicht gefahren. Wie gesagt, ich habe sie immer noch nicht gesehen. Wir holen sie natürlich nachher auch ab und dann haben wir die Sachen soweit zusammen. Allerdings machen wir jetzt auf diesem Stuhl erstmal TÜV drauf. Weil ich glaube, das ist ja so in dieser Klasse schon sehr, sehr wichtig. Deswegen fahren wir jetzt zur Hauptuntersuchung. Wir werden nach Bochum fahren. War ich auch schon ein paar Tage nicht mehr. Mal gucken, was die so sagen. Und vielleicht haben wir Glück, dass wir sofort durchkommen. Dann würde man den Service machen. Da haben wir natürlich alle schon gemacht, irgendwo irgendwie. Und dann sollten wir das Ding bei eBay Kleinanzeigen einfach mal reinsetzen. Ich halte erstmal so ein Startgebot für 3,5 erstmal gar nicht so schlecht. Fangen wir erstmal an. In Anführungsstrichen die Hosen runterlassen können wir immer noch. Und werden also praktisch da als erstes mal so mit 3,5 beginnen, 8-fach bereift, ein Auto, was 612 gelaufen hat. Ich glaube, das ist doch gar nicht so verkehrt. Ja, wahrscheinlich im Nachhinein sagt man sich wieder viel zu günstig, aber wir haben natürlich immer auch noch diesen Zeitaspekt irgendwo, den wir nicht vergessen dürfen. Das Auto fährt einwandfrei, es ist wirklich angenehm zu fahren, also wie so ein Opel Astra eben fährt. Keine Poltergeräusche, hier ist nichts gammelig. Den Check für die Leute, die das Video nicht gesehen haben, dann müsste es noch ein Video zu geben. So, und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, was wir da so tun, weil ich müsste jetzt erstmal schauen, wo mein eBay Kleinanzeigen Account eigentlich ist. Aber wir wollen ihm ja helfen, irgendwie, wir wollen ihm helfen und sollen so diese ganze Abwicklung einfach übernehmen, weil er gesagt hat, ich kann das nicht und ich möchte das auch nicht können. Also er hat also auch im Moment ein paar andere Dinge zu tun und hat quasi gesagt, hey, Micha, kümmere dich darum, wäre cool, wenn du da irgendwas super rausgezaubert bekommst. Und ja, das ist jetzt so quasi der erste Step, das heißt, das Auto technisch in Ordnung machen. Und das Auto müssen wir natürlich auch die Sommerräder drauf machen. Ne? Die Winterräder 8-fach bereift, ist natürlich auch nicht schlecht. So, ne? Und dann schauen wir mal. Dann bin ich echt gespannt. Einmal hier Staubsauger durchwerfen. Ich glaube, wir werden auch hier ein paar Reinigungsarbeiten machen müssen. Aber wir haben ja mittlerweile schon ganz gutes Equipment. Ich habe noch gesehen, wir haben ein paar Flecken auf dem Sitz. Das wird jetzt praktisch alles einmal rucki-zucki gemacht. Und dann setzen wir das Ding da rein. Das ist der Plan. Ob das wie immer funktioniert, wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen. So, jetzt geht es erstmal los. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir da hinkommen. Und ja, manchmal verschläft man einfach, ne? Passiert. Aber auch so schaltet
Ich hatte gestern Abend, also ist so ein bisschen zeitversetzt, ich weiß gar nicht, ob das, welches Video dann jetzt vorher kommen wird. Hatte ich so ein Hyundai i30 und da ist auch wieder einer gefahren. Ja, ich sag's mal so, da muss schon ziemlich schmerzfrei sein, dass das Auto so, und es fuhr immer noch. Das war auch cool, aber ich denke mal, das Video wird auch kommen, ist ja ganz, ganz interessant. Ne? Ich meine, Hyundai i30 hatten wir auf dem Kanal auch noch nicht. Ich halte von diesen Hyundai-Dingern schon sehr viel. Und viele sind ja so, wie soll ich sagen, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind die Dinger ja nicht schlecht. Ja, Leute, also wir fahren jetzt hier mit Winterreifen im Juli, und zwar am 18. Juli. Wir jetzt dahin. Ich hoffe, dass das für ein 2009er Auto nur eine Formsache ist. Das wäre echt geil, wenn das so klappen würde. Wir müssen auf jeden Fall heute noch ein paar Autos hin und her schieben. Das wird am 5. 6. haben wir nicht. Alles klar. So, ich hänge euch weg und müssen wir gleich mal gucken nach der Autobahnfahrt. Er hat jetzt bei mir eine Woche lang gestanden, weil eben noch unklar war, wie wir damit vorgehen, wie wollen wir das jetzt am besten machen, wie nicht. Und ja, schauen wir mal. So, kein schlechtes Auto. Und Astra, ich finde, Astra kann auch wieder jeder fahren, egal ob Fahranfänger. Ja, jeder. Er ist ähnlich wie ein Golf. Schon nicht schlecht. Autobahnprobefahrt hat er bestanden. Ich habe jetzt zwischendurch mal so ein bisschen gebremst, ja, damit das Tragbild der Bremse vielleicht mal so ein bisschen besser wird. Aber du hast natürlich das Singen der Winterräder. Ne? Wir haben jetzt gerade 21,5 Grad und das ist natürlich ein absolut, absolut schlechtes Wetter für Winterreifen. Also das wäre nicht so geil. Deswegen brauchen wir die Dinger auf jeden Fall. Die Sommerreifen, ja, weil sonst ist das echt eine Katastrophe. Ansonsten, wie so ein Astra eben fährt, muss ich wirklich sagen. Sechster Gang fehlt, hätte ich jetzt so gesagt. Aber so, schalten, kuppeln, bremsen, alles wunderbar. Auch so Radlager oder so, da haben wir alles keine Geräusche. Das ist alles so, wie es sein muss. Perfekt an sich. Ja, es darf nur nicht voll sein. Das wäre richtig klasse, weil wir haben jetzt 9.53 Uhr. Ich rechne jetzt mal grob eine halbe Stunde, bis ich da weg bin. Dann ist 10:30 Uhr. Bis ich zurück bin, ist 10:45 Uhr. Also, es ist wieder ein bisschen durcheinander heute, weil da kommen noch ein paar Autos. Hätte ich dann ganz gerne erstmal auf meiner Liste abgehakt. Aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie. Mal gucken, ob voll ist. Wa? So, letzte Kurve. Mal schauen. Oh, da fährt der Preishit. Da fahren Preishits durch die Gegend. Was da? Preishit, haben oben so Schilder, Preishit drauf. Der sieht natürlich auch geil aus. So, wollen wir gucken, wie gut das hier geht. Ich würde sagen, bis gleich. Ach, so Leute, wir haben die Zeit wieder aufgeholt. Und zwar, wie sollte es anders sein? TÜV hat er bekommen. Bremse war okay. Also von den Bremswerten war es okay. Ich hatte ja, wie gesagt, gerade einmal so ein bisschen auf der Autobahn mehrfach gebremst. Aber das ist soweit in Ordnung, das Tragbild. Wenn so ein Auto eben lange steht, ich denke mir mal, wenn man jetzt 50 Kilometer so damit fahren würde, also richtig damit fahren würde, jetzt nicht unbedingt den Schleich-Heini macht, dann kriegen wir das hin. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Ich ziehe immer meine Karte durch. Oh, obwohl wir drüber sind, 114,10 Euro. Da habe ich schon mal mehr bezahlt. Und wir haben ja, das hattet ihr ja bei dem Technikcheck wahrscheinlich gesehen, einmal Motor ölfeucht. Allerdings, das ist nur mit sauber machen und natürlich die schwindelige Kennzeichenleuchte, die noch kaputt war. Ich habe so ehrlich gesagt,
habe ich es vergessen, sie zu machen. Habe mir dann aber auch gedacht, komm, das ist ja durch, fällt er durch. Da sollte man jetzt nicht unbedingt Angst vor haben. Und wir wollen ja so ein bisschen schauen, dass wir wirklich nur das machen müssen, was auch wirklich erforderlich ist. Das heißt, dass sowohl derjenige, der das Auto abgibt, sagen kann, hey, ich habe das Auto mit gutem Gewissen abgegeben, ich habe keinen beschissen. Und der Käufer natürlich auch die Möglichkeit hat zu sagen, hey, ich habe mir da ein gutes Auto gekauft, das brauche ich nur ummelden und fahren. Ja, und bin ich mal gespannt. Okay, das heißt, wir haben den TÜV, das ist schon mal sehr, sehr geil. Und jetzt müssen wir natürlich mit ihm sprechen, wie wir, wann wir die Sommerräder abholen, weil die Sommerräder sollten wir schon dran machen. Wie gesagt, es sind nur Radkappen dabei, aber 21,5 Grad und Winterreifen sind einfach ungeil. Das ist einfach eine ungeile Kombination. Und deswegen schauen wir jetzt mal, dass wir ganz schnell zur Garage kommen. Und vielleicht müssen wir gucken, wie wir dann den Ansatzpunkt machen, wie wir es weitergehen. Willkommen zurück. Ich denke mal, dass ich das Video irgendwie an der Stelle unterbrochen habe. Aber wir sind an dem Astra hart zugange. Ich habe mir jetzt einmal ausgesaugt und ich habe trotzdem gesehen, dass da noch ein paar Flecken auf dem Sitz sind. Aber das Auto ist jetzt abgemeldet und wir haben die Sommerreifen dabei. Und die Sommerreifen sind so gut wie neu. Das, was wir allerdings nicht haben, sind Alumänner, sondern wir haben jetzt einfach nur diese Radkappen hier. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Dinger da drauf machen. Also hier haben wir jetzt hier die schönen Radkappen und das sind, ja, also das sind jetzt hier die Sommerräder. Bridgestone, auch jetzt irgendwie kein No-Name-Gelumpe. Ja, und ich habe mir jetzt hier, einmal sauber gemacht. Das, was wir natürlich noch machen werden, werden auch einmal mit dem Waschsauger durchgehen. Aber das machen wir später nochmal. Aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, einmal mit der Reinigungspistole durch, einmal Staubsauger durch. Das ist doch schon wieder ganz ordentlich. Ja, ich denke mal, wir werden dann auch später einmal die Einstiege ganz kurz sauber machen. Und dann werden wir von außen waschen und dann Bilder machen und dann werden wir mal schauen. Ne? Dann werden wir mal schauen. Und ich fahre das Ding jetzt erstmal rein, mache jetzt eben erst die Räder dran, weil an den Rädern müssen wir so nichts mehr machen. Ablettlicht müssen wir noch fertig machen und Kennzeichenleuchte. Das sind so Kleinigkeiten, die Ablettlicht ist mir einen Tag beim Haube zuschmeißen, logischerweise dann irgendwann wieder kaputt gegangen. Aber ist egal. Licht sollte schon in Ordnung sein, haben wir hier rumliegen. Und das machen wir jetzt mal eben. Das heißt, ich fahre das Ding jetzt eben erst rein und schraube jetzt mal eben in der Zeit die Sommerräder dran. Ah, so Leute, oi, ihr seid ein bisschen hoch. Ah, ich lerne das nochmal. Es ist wieder ein Tag später und ich habe gestern ja hier den Service dran gemacht. Und was wollte ich Ihnen sagen? Ja, also wir müssen das Auto jetzt noch waschen und ich habe mich jetzt für die Waschanlage entschieden, weil hier kann ich hier so keine Autos waschen. Das heißt, wir fahren eben dahin und machen die Wasche à la Cargraf. Nehmen wir so eine schöne. Können wir auch gleich gucken, ob irgendwo Wasser reinläuft. Ich muss sagen, die Sitze sind wieder richtig schön geworden und die Winterräder, die machen wir natürlich später rein. So, das machen wir jetzt mal trotzdem. Ich habe nämlich gestern den Inspekt gemacht und ich bin das Auto danach noch nicht wieder gefahren und das müssen wir natürlich tun. Haben wir die Unterlagen dabei? Ja, haben wir Geld dabei? Ja, haben wir alles. Und ja, theoretisch werden wir jetzt für, ja, ich sag mal, diese Preisklasse jetzt erstmal durch. Ne? Ich meine, du kannst jetzt anfangen mit Polieren und was weiß ich nicht, ja, alle für ein Heck mitmachen, aber wir wollen es auch mal nicht übertreiben. Wir wissen natürlich auch, oder ich sag's mal so, natürlich kaufen die Leute Optik und keine Technik. Aber ich finde es natürlich auch geil, wenn man denen so ein bisschen so ein ehrliches Auto dahinstellt. Was natürlich heißt, wir haben den jetzt gewartet. Wir haben die Sommerreifen drauf gemacht. Wir haben ja, TÜV drauf. Ja, Bremse soweit, ist alles in Ordnung. Das heißt,
er möchte natürlich auch dieses Auto in Anführungsstrichen mit ruhigem Gewissen abgeben. Es wird natürlich ohne Garantie und Gewährleistung verkauft, ist klar, ne? Ist ein Privatkauf, weil es ist ja auch irgendwie auch nicht mein Auto oder so, sondern ich helfe demjenigen. Also falls die ganzen Hobby-Rechtsanwälte jetzt da unter euch denken, ich mache da Schmuh, das will ich nie tun. Und ich bin nicht der Besitzer dieses Autos. Was wir allerdings trotzdem machen werden, solche Autos gehen natürlich auch oftmals im Bekanntenkreis rum. Ne? Also dass man sagt, okay, ich kenne jetzt gerade einen, der sucht vielleicht ein Auto oder ist kurz davor, sich ein Auto zu kaufen oder wie auch immer. Aber trotzdem, wenn wir das Ding gleich, wenn wir ihn gewaschen haben, machen wir jetzt dann gleich Bilder von. Und dann werden wir da ganz einfach, wenn wir den bei eBay Kleinanzeigen reinsetzen und werden mal schauen. Und jetzt auch für die Leute, das wird, ich sag's mal so, ich muss das leider tun, weil ich weiß, wie ihr mir E-Mail schreibt, ich weiß auch manche Leute die Kommentare und deswegen gibt es für sowas natürlich auch eine separate Telefonnummer. Ne? Also ich habe eine separate Telefonnummer dafür, wo immer, wo ich zu erreichen bin, sofern Aktivitäten laufen. Und dann gibt es sicherlich noch eine private Telefonnummer. Ich habe also ein Dual-SIM-Handy, da passen allerdings nur zwei SIM-Karten rein. Ich hätte ganz gern eins mit rein. Und so kann ich dann für mich beruflich, privat, Garage und natürlich auch ein paar Sachen einfach trennen, weil so kriegst du sonst keine Ruhe. Ja, weil irgendwann muss man dann auch mal sagen, okay, man muss das Ding dann auch mal ausmachen. Und jetzt ist gerade so die Zeit, wir haben heute also den 23.07. Wir haben ja immer noch das eine Projekt am Laufen im Hintergrund und wir sind sehr, sehr weit. Ich habe jetzt den finalen Entwurf gesehen. Wir haben also wirklich noch ein paar Sachen rumgetüftelt. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Und wie das eben so ist bei vielen Dingen, man weiß eben nicht, wie es ankommt, beziehungsweise ob die Leute vielleicht sagen, was soll denn der Scheiß. Ne? Aber ihr wisst es vielleicht, dass ihr manchmal, mal gucken, ob er grün hat, ja, hat er, dass man Sachen tun muss und die lassen einen nicht los. Ja? Ich meine, das gibt es ja in vielen Bereichen, dass man wirklich sagt, ey, boah, ich muss das jetzt machen. Und wenn das scheitert, ist das scheißegal, aber die Erfahrung, die braucht man irgendwo. Und in dem Fall ist das jetzt auch ganz, 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 ganz wichtig, weil mir da schon ein paar Sachen im Kopf umgeschwirrt sind. Und deswegen kann es natürlich sein, dass das Video erst danach kommt. Ne? Also ich kenne im Moment, wie gesagt, ist noch vor dem 1.8. Und wir helfen da jetzt nochmal eben rucki-zucki, schieben den jetzt quasi dazwischen. Dann schauen wir mal, weil dann können wir theoretisch sparen. Ja, ich sag mal, das ist ein Astra H, das ist ein Allerweltsauto. Davon gibt es viele gute, viele schlechte, viele normale, viele teure. Ist natürlich wie der Golf auch ein sehr viel genutztes Auto in unterschiedlichsten Anwendungen. Und wenn ich jetzt mit dem Auto hier so fahre, das ist aus privater Hand, das ist vom KM-Lieferservice, das ist kein Bordsteinkiller in irgendeiner Art und Weise, sondern das Ding fährt echt gut. Ja, für mich ist eben wichtig, deswegen bin ich auch relativ viel mit dem Polo gefahren, weil ich natürlich jetzt auch nicht so viele Autos mache, in Anführungsstrichen, wo ich dann sage, okay, da habe ich gar keine Zeit für, um die wirklich ausgiebig zu fahren. Weil ganz ehrlich, oftmals sind es Kleinigkeiten, die man dann einfach nur machen kann, bevor derjenige wirklich dann ein Problem bekommt. Ja, also so knapp rechne ich dann da nicht, sondern da ist es dann eher so, dass man dann sagt, okay, pass auf, das mache ich eben noch und dann ist gut. Ja, weil ich sag mal, du guckst nicht rein, du weißt eben nicht, was Trumpf ist. Und was natürlich auch wichtig ist, ich kenne natürlich von 2009 aus bis heute kenne ich natürlich jetzt so die ganzen Vorkommnisse des Autos nicht. Ne? Und ich denke mal, das ist ein solides Auto und ich glaube, wir werden mit einem Preis starten. Ich glaube, wir machen da so einen schönen Schnapszahlpreis, indem wir sagen 3.333 Euro. 2 Jahre TÜV, fix und fertig gewartet, 8-fach bereift, fahrbereit.
Und dann werden wir mal schauen. Ne? Ich sag mal, die Hosen runterlassen können wir dann immer noch. Und ja, müssen wir gucken. So, und jetzt werde ich erstmal hier die Premium-Wäsche nehmen, ne, damit das ganze Auto auch ein bisschen einigermaßen vernünftig aussieht. Theoretisch Bilder machen. Tschüssikowski. Und ich bin echt gespannt. Ja, im Moment sind es ja Sommerferien, ne? Das ist natürlich im Ganzen immer ein bisschen unsexy. Aber ist egal, ne? Man kann es jetzt nicht aussuchen. Wir haben ja eine Möglichkeit, das Auto umzustellen. Ja, also da nochmal vielen Dank an den Marc, der auch dazu beigetragen hat, dass der Polo immer sicher stand. Weil, wie gesagt, wir haben ja alles, nur keinen Platz. Hallo! Hallo! Machst du eine Komplettwäsche? Ja, ganz genau. Bitte? Felgen. Felgen auch, ja. Was kriegst du? 40 Fuß Senke. Mach 15, ne? Nein. Okay. Ist nicht so ein Klingelgeld wieder geben hier. Super. So Leute, es wird der Ritzepatze sauber gemacht hier. Natürlich das Problem, wenn du keine Möglichkeit hast, dein Auto zu waschen. Theoretisch können wir gleich auch gucken, ob hier dann literweise das Wasser reinläuft. Ich meine, Schiebedach und so hat er ja nicht. Wasserkasten haben wir sauber gemacht. Dürfte eigentlich nicht viel passieren. Ja Leute, wir fahren los. Und also für die Leute, die sich in Dortmund auskennen, ich bin jetzt am Indupark in der Waschanlage. Das ist die einzige Waschanlage, wo ich reinfahre. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich bin nicht irgendwie so ein Freund von Waschanlagen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich mein Auto so selten wasche. Ich sag mal so, den kleinen Dreck, den mache ich ja immer meistens so weg, ne, mit dem Eimer und mit dem Wasser. Es werden wahrscheinlich viele sagen, du kannst doch nicht in diese Waschanlage fahren. Das ist mit die schlechteste Waschanlage, die es gibt. Das mag sein, aber ich habe keine Ahnung. Wenn wir hin und wieder mal aus dem Real kommen oder aus dem Mediamarkt, dann nehme ich das immer ganz gerne mit. Also für mich hat das bis jetzt immer gereicht. Und einmal lacht zwar ein Nummernschild hier drin, aber das holst du dann raus oder sagst den Typen Bescheid. So. Mach den Stuhl richtig sauber jetzt hier. So. Fenstertüren sind alle dicht. Da ist doch schon mal was. Trockenbürste dann auch auf so Zukunft, ne, wo ihr jetzt immer denkt, ey, gleich hast du das Ding in der Windschutzscheibe hängt. So mag ich Wagenpflege eigentlich am liebsten. So, jetzt kommt das Ding nämlich von vorne. Und manchmal denke ich echt, das Ding geht nicht hoch. Ich weiß auch nicht warum. Also kommt schon wieder so nah, wo ich dann denke, na, jetzt geht es recht simpel, aber manchmal, ja. Vorhin habe ich jetzt zwei hier hintereinander. Ich stehe an der roten Ampel und von hinten kommt so einer nachgeschoben und der kommt dann auch immer näher. Also für mich ist das dann manchmal schon sehr spannend. Und gerade wenn hier samstags voll ist, hast du das Gefühl, die ganzen Autos, die stehen irgendwie nur 20 cm auseinander irgendwie. So, das was wir jetzt allerdings machen ist, das ist Standard,
Also ich hoffe mal, dass er halbwegs sauber geworden ist, aber ich gucke immer, ob ich die Nummernschilder noch dran habe. Ja? Also das ist auch irgendwie, keine Ahnung. Einmal drum rumgelaufen. Nummernschilder sind noch dran. So muss das Ganze sein. Jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Das ist ja auch blöd, ne? So, das heißt, wir werden jetzt eins machen. Wir machen jetzt ein paar Bilder. Auch da machen wir jetzt keinen großen Heckmeck, sondern wir werden ganz einfach von außen, von innen Motor, Pipapo machen. Und dann war es das an sich schon. Aber ihr seht, Kilometer, die ich jetzt damit gefahren bin, das ist jetzt nicht ganz so viel gewesen, also mit dem Polo bin ich wesentlich mehr gefahren und das ist ja für mich immer noch so ein Luxus dann, ne? Also dass du wirklich sagen kannst, hey, ich bin dieses Auto gefahren und ich kann sagen, dass dieses Auto in Ordnung war und nicht, ich habe den da angenommen, da hingeschoben und dann letztendlich weiß ich gar nichts über dieses Auto. Aber ich glaube, wenn du ein großer Händler bist, da kannst du dich auch nicht um jedes Auto einzeln kümmern. Aber er läuft. So. Das heißt Attacke, zurück zur Garage und gut ist. Ich kann es nicht ändern. Aber ich habe gestern Abend das Auto bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Ne? Das habe ich ja gesagt, das muss man ja manchmal machen. Und ich denke mal, dass ich jetzt euch so ein bisschen auf die Anzeige einblenden werde. Also sieht das Ganze aus. Und ich mache es immer so ganz vernünftig beschreiben. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt ja so Leute, die dann schreiben, ich verkaufe schweren Herzens mein bla bla bla. Ganz ehrlich, das kann man machen. Zieht aber nicht. Ob ihr das da reinschreibt oder nicht, interessiert keine Sau. Zumindest würde es mich nicht interessieren. Und ja, ich habe jetzt also praktisch alles nochmal in den Text reingeschrieben, was das Auto hat. Die Sachen, die ich nicht wusste, habe ich weggelassen und war dann einfach auf Nachfragen irgendwo eingestellt. Ne? So. Und ja, in diesem Fall ist auch eine Telefonnummer angegeben. Das ist also praktisch meine Telefonnummer für das äußere Business. Und habe ganz normal meine Erreichbarkeit praktisch zu Preis gegeben. Ich will ja was verkaufen. Und da verstehe ich natürlich auch viele Leute nicht, die dann keine Telefonnummer angeben und vielleicht auch keine E-Mail-Adresse angeben, was auch immer. Das soll auch jeder machen. Nur ich will es ja auf der einen Art loswerden und ich will ja auch versuchen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, um das Maximum rauszuholen. Das geht nicht, wenn ich sage, schreib mich am besten nicht an und ruf mich auch nicht an. Ne? Dann wäre es wahrscheinlich schlauer, jemanden damit zu beauftragen, der ein Auto verkauft. Also ein bisschen zeigen musst du dich da kommst du nicht drum rum. Ja, und wie das dann eben so ist, dann gibt es immer mehrere Phasen, das kennt ihr bestimmt auch. In dem Augenblick, wo die Anzeige veröffentlicht wird, rufen dann erstmal sofort Leute an. Das sind dann die sogenannten Händler. Dann kommen so Sachen wie, was ist letzter Preis? Da blende ich euch auch ein paar Sachen an. Und dann müsst ihr durch. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, müsst ihr euch da auch jemanden suchen, der euer Auto verkauft und der sich das antut. Ja? Und in dem Fall ist das ja, was ist letzter Preis? Und jetzt viel so teuer? Und was können wir da jetzt so machen? Und pipapo. Das ist vollkommen normal. Diese ersten, ich sag's mal, 24 bis 48 Stunden ist das vollkommen normal, weil es nur ganz wenig Leute gibt, die jetzt wirklich ein Auto suchen. Und ihr müsst eben wissen, da sitzt einer, der macht nichts anderes. Den könnt ihr ruhig beschimpfen und beleidigen. Erstens gehört sich das nicht, aber ich sag mal, selbst wenn ihr dann völlig gefrustet den beschimpft und beleidigt, das ist dem sein Job.
Das heißt, selbst wenn ihr den anbrüllt, der wird das trotzdem machen. Ja, der wird das trotzdem weitermachen, weil das sein Job ist. Ja, diese Autos, da gibt es Programme zu, da muss ich mal gucken, ob ich da was finde, wo ihr also praktisch, wenn ihr professionelle Autoeinkäufer seid, so verlinke ich euch mal, was ich da gefunden habe. Ne? Also, und da seht ihr auch sofort, da kommt eine neue Anzeige, du hast deine Suchlisten und zack, boom, dann rufst du ihn an. Ja, teilweise läuft dieses Telefonat sogar automatisch. Die legen dann sogar auf. Ja? Das habt ihr vielleicht schon mal erlebt, dass es erst gebimmelt hat und dann wurde aufgelegt. Ja? Das heißt, es wird erst gewählt. In dem Augenblick liest er sich die Anzeige durch, ach, das ist nichts, dann wird praktisch aufgelegt. Einfach nur, um die Leitung zu blockieren, einfach nur, um auch der Schnellste zu sein. Ja? Gut, wir haben gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen überlegen, wie wir damit umgehen. Wenn ich einen Preis angebe wie 3.300, 3.200, 3.330, dann sollte es dem Gegenüber ja irgendwo signalisieren, worauf er hinaus möchte. Ja, und ich denke mir, dass wir jetzt da, glaube ich, erstmal was Gutes gefunden haben, was den Preis anbelangt. Wir werden mal schauen. Ja, wir haben natürlich den Nachteil, es ist Urlaubszeit. Ja, oder ich sag's mal so, es kann vielleicht auch ein Vorteil sein, dass viele Leute dann praktisch nicht im Urlaub fahren und sich dann ein neues Auto gönnen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie das dann eben so ist, da rufen natürlich dann auch abends noch Leute an und das ist auch das, was man mögen muss. Ne? Wenn dann um 23 Uhr noch das Telefon bimmelt oder so, ja, wenn du da keinen Bock drauf hast, kann ich dir nur die Empfehlung geben, lass dann jemanden machen, ja? Oder gib es beim Händler in Zahlung. Ja? Der Händler klopft auch nicht an. Ja? Also es ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, wenn du jetzt dich vielleicht so in der Form nicht auskennst. Lass das dann jemand machen, der das vielleicht besser kann oder wo du denkst, dass der das besser kann. Gut, wir haben alle Papiere, wir haben das Auto ja sauber gemacht, wir haben es Probe gefahren, das Auto funktioniert, wir können dieses Auto guten Gewissens verkaufen. Ja? Als Privatverkauf in dem Fall, weil ich bin nicht der Eigentümer des Autos, ich nutze jetzt theoretisch diese Möglichkeit ganz normal, wie ihr es auch machen könnt, euer Auto zu verkaufen. Theoretisch, Auto beschreiben. Ihr habt gesehen, das Auto hat an der einen Seite eine Beule. Die Beule habe ich fotografiert. Ja? Ich bin auch da ganz ehrlich mit umgegangen und habe den Motorraum fotografiert. Einmal rumherum gelaufen, von innen, von außen, fertig. Ja? Alle Daten sind wahrheitsgemäß. Wenn ihr nicht sicher seid, ist meine Empfehlung, lasst es weg. Dann sollen die Leute eben entsprechend nachfragen. Gut, dann ist jetzt heute praktisch Tag drauf und es ist natürlich so, dass dann irgendwann immer wieder Leute anrufen und ich habe gesagt, ich bin um 6:30 da. Das habe ich jetzt natürlich mehreren Leuten gesagt und auch da kann ich euch nur die Empfehlung geben, nur weil jemand meint, er würde vorbeikommen und dir zusagt, pass auf, ja okay, dann komme ich rum und fahre das Auto Probe oder guck mir das Auto mal an. Das bedeutet nichts. Okay, das bedeutet gar nichts. Das heißt, es ist für dich kein Grund, das Auto rauszunehmen. Das ist für dich kein Grund, anderen Leuten zu sagen, das Auto ist verkauft. Okay, sollen die sich jetzt hier mit 4 oder 5 Mann hinstellen? Ja, dann ist das eben so. Wenn jetzt also gleich 3 oder 4 Leute hier hinkommen, die jetzt vielleicht alle gleich um 6:30 jetzt hier vorbeikommen, dann wird es vielleicht voll. Aber ich habe gesagt, ab 6:30 und dann müssen wir gucken. Da muss man sich vor Ort einig werden. Aber das Auto wird nicht rausgenommen, bis eine Anzahlung erfolgt ist oder bis ihr einen gesicherten Verkauf habt. Lasst es weiterlaufen. Auch da müssen wir gucken, für wie viel wir das Auto abgeben. Ich muss erst abklären, ob ich den letztendlichen Preis wirklich nennen darf. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Und ja, das ist so Dinge, die wir uns praktisch oder die wir jetzt praktisch machen. Das heißt, wir haben jetzt 18.15 Uhr und es kann vielleicht sogar sein, weil es gerade jetzt geregnet hat, dass sich die Leute vielleicht sogar kurzfristig umentscheiden und sagen, bei Regen kann ich mir sowieso kein Auto angucken, also komme ich nicht. Ja? Das heißt, immer erst die Anzeige rausnehmen, wenn ihr wirklich die Unterschrift habt oder das Ding wirklich verkauft habt. Wichtig ist aber auch für euch, vergewissert euch, dass ihr alle Papiere habt, ja? Schlüssel, Reifen, ne? Alles das, was so zum Auto gehört. Und damit ihr nicht die Bremse seid und noch sagen müsst, ja, aber das Auto ist ja noch finanziert oder ja, aber ich habe jetzt hier gerade den zweiten Schlüssel nicht. Das ist immer scheiße. Ne? Also wenn, wollen wir möglichst vorbereitet an diese Situation gehen und werden auch ganz normal sagen, dass es sich um einen Privatverkauf handelt. Ja, also ich gebe auch dazu Bedenken, der Kaufvertrag läuft nicht auf meinem Namen, das sage ich jetzt euch so ganz einfach so, ihr seid jetzt praktisch dabei, sondern ich helfe jemandem, der diese Möglichkeit nicht hat, der diese Skills nicht hat und der momentan den Kopf auch bei ganz anderen Dingen hat. Und deswegen läuft das jetzt so, wie es ist, ganz normal über meinen
Account. Okay, gut. Wie gesagt, wir haben jetzt 17:45, wir werden schauen, wer kommt, ob einer kommt. Wir wissen es nicht. Bis jetzt, ich habe gesagt, ich bin ab 6:30 da. Normalerweise müsst ihr jetzt gleich das Telefon bimmeln und wir werden dann mal schauen, was passiert. So Leute, ich war jetzt gerade noch ein bisschen an dem Leon dran in der Zeit. Ne? Also mit dem Warten ist das immer so eine Sache. Ihr müsst immer wissen, dass sich jetzt natürlich auch sehr viele Leute kurzfristig anders entscheiden. Ne? Und dann sich gar nicht melden oder sagen, hey, ich komme gar nicht vorbei oder so, mich interessiert das Auto gar nicht mehr und so weiter und so fort. Ne? Also extra warten tun wir natürlich auch nicht. Das heißt, ich fahre jetzt nach Hause, denn ich muss jetzt eben noch ein anderes Auto holen. Das können wir in der Zeit natürlich erstmal locker machen, weil jetzt hier sitzen und Däumchen drehen, dafür ist uns die Zeit natürlich zu kostbar. Aber ihr müsst natürlich immer davon ausgehen, dass wenn es da keine fixen Termine gibt und selbst wenn es fixe Termine gibt, dass die nicht eingehalten werden. Ne? So ist das dann nun mal. Es kann sein, dass jetzt gleich jeden Augenblick das Telefon bimmelt oder es kann sein, dass sich derjenige nie wieder meldet. Das ist das Spiel. Ja? Und deswegen, auch wenn ihr die Zusage habt und es sagt einer, das Auto kaufe ich ganz bestimmt, haltet mir das fest, pipapo, hast du nicht gesehen. Es bleibt so lange drin. Okay, so, ich werde jetzt den Leon wegbringen und werde ein anderes Auto holen. Deswegen bis gleich. So Leute, es ist geschafft. Wir haben jetzt 14:45. 14:45. Und was soll ich sagen, das Auto ist verkauft. Das Auto ist verkauft, es ging einigermaßen schnell und es ging auch einigermaßen gut über die Bühne. Wie das eben so ist, wenn ihr natürlich, ich sag mal, mehr Zeit habt und da jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit investieren wollt, kann man das noch ein bisschen anders lösen. Ich habe es jetzt auf diesem Wege gemacht. Also, das Auto ist verkauft, das wurde sich hier angesehen und ich kann natürlich sagen, dass zum Beispiel am Freitag, deswegen weiß ich nicht, ob ich das schon gesprochen habe, andernfalls werde ich es wahrscheinlich rausschneiden, ist es so, dass natürlich am Freitag sehr häufig das Telefon gebimmelt hat, aber wie gesagt, ein Anruf bedeutet noch nichts. Dann kommt natürlich als erstes, da kann ich euch auch immer nur die Empfehlung geben, die ersten 24 Stunden, mindestens die ersten 24 Stunden kommen Händleranrufe. Ja. Jetzt ist das Auto aber auch so beschrieben gewesen, dass es theoretisch für einen Händler uninteressant ist, weil das Auto ist fertig. Er kann daran nichts machen, ja. Außer es so zu kaufen und wieder hinzustellen. Und dann ist dann die Frage, ob der Preis dafür gerechtfertigt ist. Weil ich sag mal, wenn ich richtig informiert bin, liegt so ein Ding bei ungefähr 2.000 Euro Händlereinkauf. Ja, und für 2.000 Euro würde ich ja so ein Auto jetzt auch nicht unbedingt abgeben. Also das wäre jetzt die allerletzte Restoption gewesen, das Auto dann irgendwo in Zahlung zu geben. Und dann kamen so die Klassiker, was ist letzter Preis? Und das ist natürlich was, was einfach kommen muss. Du kommst um diesen Satz auch nicht drum rum. Da wird sich zwar immer lustig drum gemacht und auch ich bin dann am Schmunzeln und warte eigentlich förmlich darauf, dass diese Frage eigentlich an mich gestellt wird. Aber man merkt eben auch, dass diese Leute diesen Satz mittlerweile gar nicht mehr sprechen wollen. Ne? Sie wollen ihn nicht sagen, aber es ist natürlich dann da, was ist jetzt wirklich final, was ist jetzt da irgendwie so zu machen. Und wie das dann eben so ist, ich kann euch auch nur immer die Empfehlung geben, wartet nicht. Also wenn ihr auf so eine Sache, weil das ist für den einen ist das schon Stress, man muss das mögen. Ich hatte das ja schon mal bei dem Polo-Video auch gesagt, man muss das mögen und man muss da auch ein dickes Fell haben. Weil wenn du den ganzen Tag Gebrauchtwagen machst und Gebrauchtwagen handelst, ist es so, dass die Jungs natürlich auch in der Übung sind. Ja, und wenn du dann einmal im Jahr oder vielleicht alle 2-3 Jahre mal ein Auto verkaufen möchtest, dann kann es durchaus sein, dass dir das alles suspekt vorkommt. Aber das ist das Business. Das ist es nun mal. Ja, und wenn man das nicht mag, sollte man sich davon fernhalten. Was wäre denn jetzt die beste Option? Also normalerweise, wenn man sich ein neues Auto kauft, dann erfüllt man sich ja vielleicht ein Traum oder einen Wunsch oder wie auch immer. Orientiert euch an der Freude. Bei mir ist es zum Beispiel sehr, sehr so, dass wenn ich etwas Neues habe, mich das Alte gar nicht mehr so interessiert. Ja, deswegen seht das nicht so verbissen. Und ich weiß, das ist schwierig und es ist auch nervig. Auch ich bin dann irgendwo auch mit, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ein 11 Jahre altes Auto ist natürlich auch nur für eine bestimmte Klientel interessant. Ja, das ist kein 25.000 Euro Auto oder 20.000 oder 15.000 Euro. Ja, das ist für einen ganzen Bereich interessant, low budget und dementsprechend hast du dann natürlich dann auch die Leute hier. Ne? Und also ich würde euch immer empfehlen, cool bleiben.
Es bringt überhaupt nichts, sich aufzuregen. Gar nicht. Und selbst wenn ihr das Auto nicht verkauft, dann kommt man eben nicht zusammen. Ja, das ist so. Da kann man sagen, hey, sorry, da kommen wir nicht zusammen und ist gut. Also ich mache das ohne Aggressivität in irgendeiner Art und Weise. Also es ist so. Natürlich ist das manchmal auch anstrengend. Dann ist es vielleicht oftmals so, ihr kennt es ja vielleicht auch, dann tauchen die auch noch in der Überzahl auf. Man selber ist alleine. Ja, da muss man natürlich dann auch erstmal gucken, ne, wie geht das damit um. Und dann wird natürlich verhandelt, diskutiert. Und ich kann euch nur sagen, ich glaube, die Preisverhandlung hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Eine Dreiviertelstunde. Ja, jetzt kann man sagen, was tust du dir da für eine Scheiße an? Genau, und deswegen habe ich auch vor Jahren damit aufgehört. Ihr solltet wissen, ich habe mir damit früher meinen eigenen Kundenstamm aufgebaut. Das heißt, ich habe diese Autos gekauft. Diese Autos kamen dann auch weiterhin hier zur Instandsetzung. Ich hatte die Autos im Blick. Und ich hatte jetzt natürlich hier den Vorteil, kannte ich das Auto nur vom Sehen her. Und als ich mir das Auto angeguckt habe, wusste ich, dass es ein gutes Auto ist. Es war ein gutes Auto, was dich von A nach B gebracht hätte, was einen Kilometerstand von 109.000 hatte, wo alles frisch war. Und natürlich wird dann, da ist immer eine Beule, da ist immer eine Macke, der Stoßfänger ist nicht mehr ganz so schön. Und guck dir mal das Lenkrad an, guck dir mal dies an, guck dir mal das an. Und das sind natürlich alles die Dinge, die natürlich der Gegenüber sucht, um mit dir überhaupt erstmal in ein Verhandlungsgespräch zu kommen. Und selbst das ist ja auch in Ordnung. Ich würde auch so vorgehen. Ja? Jetzt bin ich aber ein Mensch, der ist nicht gerade optisch orientiert, aber ich kann das verstehen. Wenn du so ein Auto kaufen möchtest, dann ist Optik sogar noch vor Technik. Ja? Und dann kamen so Sachen, ja, Bremse hinten und so, das hält alles nicht ewig. Natürlich hält das nicht ewig. Also man muss das mögen und man muss, das ist auch anstrengend. Also es ist auch für mich anstrengend. Das ist nicht so, dass ich das immer so mit einer Arschbacke mache. Ne? Das macht aber auch Spaß. Es macht Spaß, später das Gefühl zu haben, dass alle Parteien bedient sind. Das ist eigentlich für mich die Zufriedenheit an der ganzen Sache. Ja, dass der ein vielleicht Nachlass bekommen hat, der okay ist, der nicht unverschämt ist, der hat ein gutes Produkt dafür bekommen, auch wenn es nicht mein Produkt ist. Der andere ist dieses Produkt losgeworden, der kann das Thema für sich auch abhaken und für mich ist dann vielleicht auch irgendwo ein Vorteil entstanden. Ja, und wenn man das dann so hat, dann ist das das Geilste. Wenn das für dich ein Rumärgern ist, ein Problem oder dass du sagst, das geht mir richtig an die Substanz und ich kann das nicht oder so, dann ist meine Empfehlung ganz klar, lass das irgendeinen machen. Bezahl den dafür, lass das irgendeinen machen. Weil dein Telefon bimmelt, du hast Leute, die du nicht kennst und wenn du einen sowieso sagst, ja, die habe ich dann womöglich bei mir zu Hause in der Wohnung, das möchte ich nicht oder ich möchte auch nicht, dass der mit meinem Auto fährt und so weiter und so fort, dann wirklich ist für dich mein Ratschlag, gib das Auto in Zahlung, hak das für dich ab, auch wenn der Preis nicht der beste ist und erfreu dich an deiner neuen Sache, ja. Wenn du aber sagst, ich möchte das mal ausprobieren, ja, ich möchte mal sehen, wie das so ist, dann ist das eine Sache, dann wird man gerade am Anfang, auch tierisch auf die Schnauze fahren, mit hundertprozentiger Sicherheit, weil du wahrscheinlich, ich sage extra wahrscheinlich, den Leuten immer etwas unterlegen sein wirst, weil die das den ganzen Tag machen. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt eben Leute, die telefonieren den ganzen Tag Leute an, mit die neue Anzeigen einstellen. So. Und die machen nichts anderes und das ist denen ihr Job. Ja? Und wenn du die dann anschreist und wenn du dann aggressiv bist, dann änderst du nichts. Außer, dass dein Tag für dich vielleicht durch ist und dass du scheiß Laune hast und dass das alles für dich Arschlöcher sind und was weiß ich nicht alles, änderst du bei dir nichts. Du hast das Auto immer noch da stehen, du hast, hast die Sache immer noch im Kopf und du hast das Problem immer noch. Ja? Ob du da rumbrüllst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Und es gibt über 1 Million Autos auf Autoscout. Die Auswahl ist sowohl für den Käufer groß und vielleicht auch für den Verkäufer groß. Ja, also es ist so. Ne? Man muss ja immer orientieren. Okay, den letztendlichen Preis darf ich nicht nennen. Es ist natürlich nicht der Preis gewesen, den ich eingeschlagen habe. Ich habe gesehen, dass diese Autos um die 3,5 waren, mit einem Kilometerstand weit über 120.000. Wir standen ja erst bei 109. Das Auto, da fehlte eine Inspektion. Da haben wir das Serviceheft nicht abgestempelt gehabt, als Service wurde aber gemacht und den Rest habe ich ja dann jetzt hier, weil er jetzt auch fällig war, ja auch
dann auch entsprechend durchgeführt. Das Auto hat 2 Jahre TÜV, ist 8-fach bereift. Wenn ihr überlegt, TÜV kostet jetzt, sag ich mal, im Großen und Ganzen so 150, ne, rechnen wir jetzt mal. Und wenn du Winterreifen für dein Auto brauchst, selbst wenn du gebrauchte Möhren auf Stahlfelgen nimmst, bist du auch bei 150, sind 300. Und ich glaube, das ist dann einfach auch eine Sache, da, das ist dann vielleicht ein Mehrwert, den du dann noch liefern kannst. Aber hier war ja Sinn und Zweck, das Auto an jemanden möglichst zu geben, der sagt immer, ich will mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben. Ich will ein Auto haben, wo ich nicht dran basteln muss, sondern was ich einfach anmelden muss. Und das hat dieses Auto zu 100% hergegeben. Ja, das ist eben das Wichtige dran. Kein Kettenrasseln, keine Kopfdichtung, es war keine Möhre in dem Sinne, wo man jetzt sagen kann, okay, das Ding ist eigentlich schon offen. Natürlich kannst du dich über Flecken aufregen. Und das ist natürlich dann auch das, wo du dich dran gewöhnen musst, dass ein Gegenüber zu dir kommt, ja, mit dem Auto, wo du vielleicht jahrelang sorgsam mit umgegangen bist, dass der dann sagt, ah, das geht aber nicht, das geht aber nicht, das geht aber nicht und das geht aber nicht. Aber das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Ich glaube, das ist zumindest mein Verständnis, als die beiden das Auto heute mitgenommen haben, konnte man sich danach allen noch in die Augen gucken. Und es war nicht einfach, weil das Klischee wurde bedient, um das mal so zu sagen, aber es ist auch, das ist so. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Ja. Wenn du das nicht machst und machen möchtest, dann musst du ins Auto rausgehen. Dann hast du es vielleicht nicht so ausgeprägt. Aber auf der Straße, das sind die Regeln und daran muss man dann daran teilnehmen oder man lässt es irgendwo sein. Okay, wir haben was Gutes getan, unterm Strich. Die Kohle ist übergeben, der Kaufvertrag ist weg, das Thema ist durch. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich den ersten Teil noch nicht veröffentlicht, weil ich nicht wusste, ich wollte es nicht so plakativ machen, versteht mich nicht falsch. Ich wollte nicht meine Reichweite nutzen, ich wollte jetzt nicht sagen, hey, ich habe jetzt hier ein Auto zu verkaufen, sondern vielleicht hat der ein oder andere die Anzeige gesehen und ich wollte es nicht so machen, sondern ich wollte es ganz wirklich, wie es eben im realen Leben abläuft. Ich glaube, dass es dafür gut gelaufen ist. Wir haben einen zufriedenen Verkäufer. Wir haben einen zufriedenen Käufer. Ich bin auch zufrieden. Und wenn ihr das Video guckt, hoffe ich, dass ihr auch zufrieden seid. Deswegen war es das auch an dieser Stelle. Und bin mal gespannt, was wir so als nächstes machen. Deswegen bedanke ich mich immer, wie immer, fürs Zuschauen. Bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.